Jetzt müssen wir uns den Projekten widmen, bevor wir wieder auf Go klicken können quasi. So, wollen wir es denn da? Also ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wirtschaftlicher Fokus habe ich mir eine Sache aufgeschrieben. Dann... Ja, Diplomatie könnten wir reingucken. Wir könnten auch ins Finanzsystem reingucken, was wir uns da... Also nationale Währung, Staatsanleihen, freies Bankwesen, gemeinsame Investitionen. Oder können nochmal in die grundlegende Infrastruktur reingucken. Moderne Straßen, öffentlicher Verkehr. So eine eigene Währung finde ich ganz spannend. Und weil erst wenn man dann die eigene Währung hat und... kriegt man ja, kann man so seine eigene Wirtschaft auch vernünftig gestalten. Steuereinnahmen plus 5% und IME. Also jeder Staat hat eine eigene Währung. Ich finde es lustig, dass wir schon ein Staat sind und uns und dann erst unsere eigene Währung entwickeln müssen. Ja. Ich frage mich, was wir gerade, wessen Währung wir gerade haben. Ja, es ist ein bisschen seltsam, das stimmt, ja. Also, aber das klingt trotzdem hier ganz gut. Ich meine, der Index menschlicher Entwicklung geht hoch, Steuereinnahmen gehen hoch. Ja. Und dann könnten wir auch die Staatsanleihen nachschieben, sodass so gut wie wir momentan wirtschaftlich dastehen, müssten wir uns dann sehr günstig Geld. Ja, Kosten durch Schulden. Können. Kosten durch Schulden plus 15%. Ach so, weil wir mehr Geldeinnahmen haben. Dann wird es teurer für uns, Schulden zu machen, weil wir mehr Geld durch die Staatsanleihen generieren. Hm. Macht auch Sinn. Und Horsti fragt gerade im Chat nach der Währung von Neuseeland. Ich meine, es ist auch ein Dollar, glaube ich, der neuseeländische. Es ist der neuseeländische Dollar. Oh. Ich weiß nicht, wie der Wechselkurs ist. Und ich weiß auch nicht, seit wann die den haben. Aber das könnte man bestimmt rausfinden. Ja. Also Finanzsystem steht hoch im Kurs. Wir haben jetzt, ich würde noch mal so ein bisschen durchgucken, was gibt es denn hier. Hier machen wir, das ist nicht... Ich würde so ein bisschen durchklicken, irgendwas zu finden, was unsere Aktionspunkteinnahmen steigert. Mhm. Also quantitative internationale Beziehungen. Wir können dann provozieren. Und wir kriegen ein IME dazu. Ja, normative Ethik. Spannend, das passt auf jeden Fall zu unserem Diplomatie-Sieg-Ziel. Ja. Wir können mal gucken. Siegesbedingungen. Also übrigens, öffentliche ist total schön. Ja. Horsti hat nachgeguckt, wie der Wechselkurs ist zum australischen Dollar, vermutlich. Es ist 1:1 australischer Dollar sind 58 Euro Cent. Oh. Und tatsächlich führt die normative Ethik, habe ich jetzt gerade gesehen, direkt zur öffentlichen Diplomatie. Und öffentliche Diplomatie ist eine Sache, die wir brauchen, um die Siegbedingungen für Diplomatensieg zu bekommen. Sehr schön. Na dann, also das wäre gerade auch noch, wäre jetzt gerade meine Nummer 3 auf der Liste. Okay. So, ich hätte jetzt mal... Was macht denn innere Sicherheit? Freiwillige Feuerwehr. Arbeitslosigkeitswachstum ist erniedrigt. Okay, es wird weniger. Ja, also minus 0,01. Ja, freiwillige Feuerwehr ist super. Ist auch sehr günstig. Ist sinnvoll, ist günstig. Sollen wir das jetzt einfach so machen? Wie lange dauert es? Ich erkenne es gerade. 166 Tage. Ja, komm. Wenn uns... Ich erinnere mich an For the People. Da
Da wurden wir freundlich darauf hingewiesen, dass wenn uns eine unserer Fabriken abbrennt, unsere komplette Wirtschaft in dieser Stadt zusammenbricht. Das ist mein Argument, warum wir jetzt eine freiwillige Feuerwehr brauchen. Alles klar. Dann haben wir das gestartet. Und wir können die Zeit weiterlaufen lassen. Und die nächste... Die im Vereinigten Königreich durchgeführte diplomatische Aktion Beziehungen verbessern ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Minus 5. Für ein Jahr lang. Was haben die Briten denn gegen uns? Das heißt, jetzt nehmen wir uns Kanada vor. Für Beziehungen verbessern. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Okay, und dann würde ich sagen, investieren wir da direkt auch. Ja, bin ich dafür. Und Investitionen bestätigen. Okay. Ups. Oh ja, den Asterix und Obelix bei den Briten. Die spinnen die Briten. Gerade ein Zitat im Chat. Ja, diese Woche stehe ich echt nur noch kopfschüttelnd da. Ja. Inzwischen denke ich, okay, das ist jetzt wirklich ein Clusterfuck. Im wahrsten Sinne des Wortes. So viele Dinge, die gleichzeitig schief laufen. Jetzt kannst du auch wirklich nichts mehr machen. Jede Woche kam jetzt irgendwas Neues dazu. Und jetzt bin ich auch durcheinander, ehrlich gesagt. Ich habe gerade mal einen Schluck Wasser genommen. Danke, Belana. Und Horsi, deine Physik habe ich gesehen. Da gehe ich auf jeden Fall gleich drauf an. Kanalpunkte wurden ausgegeben. Kanalpunkte kriegt man einfach so, wenn man hier zuguckt. Und dann kann man sie für lustige Sachen wie ich erzähle was über Physik oder dass ich einen Schluck Wasser nehme, ausgeben. So, diplomatische Aktion Handelsabkommen wurde erfolgreich in Fidschi umgesetzt. Sehr super. Gut. Das heißt, wo haben wir denn Fidschi? Wir sind, glaube ich, gerade dran vorbei. Da ist es. Genau in der Mitte. Nee, rechts daneben. Ist das rechts? Das ist links. Nee, geh mal in die andere Richtung. Bin doof. Hier? Genau, nee, jetzt links von Tonga. Ach, ja. Fidschi. Blind. Oh, Belana erzählt gerade, dass bei Ihnen ab morgen Ausgangssperre nachts ist. Oh. Ich glaube, das haben wir hier in Brandenburg auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, Ausgangssperre haben wir nicht. Wir haben Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Ja, das dürfen wir auch nicht. Wir haben auch letztens schon überlegt, ob jetzt der Hof zu öffentlichen Raum gehört oder nicht. Also wenn man irgendwie abends dann doch draußen im Hof, keine Ahnung, einen raucht oder so. Ob man dabei jetzt ein Bier trinken kann oder nicht. Weil vor der Tür würde es nicht gehen. Mhm. Aber ich weiß auch gerade nicht, wie sich das, was jetzt die nächsten Tage bei uns passieren wird. Die Zahlen steigen und auch da droht irgendwie eine allgemeine Ausgangssperre inzwischen schon. Ja. So, wir haben ein Handelsabkommen mit Fidschi geschlossen. Jetzt bekommen wir hier solche Sachen wie Rohstoffaustausch. Wir können das Handelsabkommen auch wieder aufkündigen, aber wir können jetzt halt auch Rohstoffaustausch anstreben. Ja, wenn die was Cooles haben. Können wir mal gucken. Was wir brauchen könnten. Haben wir nicht die... Kostet uns 2000 Aktionspunkte. Also dann geht halt der Handel für ein Jahr mit denen hoch. Also das kann ich auch nicht direkt Rohstoff... Einnahmen, Transfer, Neuseeland, Fidschi. Weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Also müssen wir mal ausprobieren. Um zu gucken. Aber können wir jetzt eh gerade nicht machen. Aber wir haben jetzt ein Handelsabkommen mit denen. Ja, das ist ja erstmal ganz schön. Was ist denn das Kooperationsabkommen? Da steigt dann für 2 Jahre lang die Beziehung zu Fidschi. Wenn wir die als nächstes in den Block mit aufnehmen wollen, wäre das vielleicht eine Sache, die man machen könnte. Aber es ist halt nur ein Modifikator für unsere Beziehung. Ja, also ich
Also ganz persönlich finde ich so ein Handels, so irgendeine Kooperation mit Fiji ganz toll. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Also ich hänge auch zugegebenermaßen gerade mit einem Auge über dem Chat und bin gerade so ein bisschen hin und weg, weil mir wieder mal auffällt, dass wir alle aus unterschiedlichen Regionen dieser Bundesrepublik kommen. Und überall so ein bisschen anders ist. Mal sind es die Inzidenzwerte, die in der einen Region großartigerweise unter 100 sind und in anderen Regionen dann halt dann deutlich, deutlich höher. Und ja, es ist schön, dass ihr alle da seid. Ja. Und daran teilhaben lasst. So, jetzt wieder. Ja, Fiti, finde ich gut, aber ich wüsste jetzt nicht, was uns dieses, welches Abkommen uns da jetzt richtig was bringen würde. Also außer wir wollen langfristig, dass Fiji ein Teil Neuseelands wird. Ja. Also wir haben ein Handelsabkommen mit denen. Daraus können wir hoffentlich später Kapital schlagen. Und das sorgt für gute Beziehungen. So, wir könnten sie mit in den Block aufnehmen, wenn wir das wieder können. Blockaktionen, das dauert noch 156 Tage. Aber ich würde das tatsächlich erstmal mit Kanada machen. Würde die jetzt erstmal nicht weiter anfassen. Es ist schön, dass wir ein Handelsabkommen haben. Das haben wir jetzt erstmal ein Jahr lang. Gut. Dann, wir können momentan nichts weiter entwickeln, beziehungsweise die Slots sind alle voll. Genau. Bei uns in den Regionen läuft auch alles. Genau. Und international. Also hier laufen die, hier sieht man das, laufende Aktionen Festival und Regionalregierung unterstützen, läuft auch. Das wird sich dann in den Aktionspunkten niederschlagen und so weiter und so fort. Hey, diplomatische Aktion Beziehungen verbessern wurde erfolgreich in Kanada umgesetzt. Das heißt, wir haben gute Verhältnisse zu Kanada jetzt für das nächste Jahr. Ups. Wo haben wir Kanada? Zeig dich mal. Also. Haben wir schon investiert in Kanada? Da sind wir noch bei. Stimmt. Ja, da investieren wir gerade noch. Wir brauchen das. Wohlwollen erlangen können wir noch nicht. Das müssen wir, glaube ich, als nächstes tun, dass wir Wohlwollen erlangen mit Kanada, damit wir diese Wohlwollenspunkte haben. Und dann kann man dazu übergehen, dass man, wenn das Investieren hoffentlich geklappt hat, dann könnten wir ein Handelsabkommen schließen und dann könnten wir sie in den Block aufnehmen. Weil dann haben wir sowohl Wohlwollenspunkte als auch Investitionspunkte und damit können wir die Wahrscheinlichkeit nach oben schrauben, dass sie auch tatsächlich in den Block eintreten. Dann hätten wir Kanada, Australien, Neuseeland. Das wäre krass. Ja, ja, da fehlt nicht mehr viel. Nee. Pfeiffer ist mein geheimes Ziel, nicht mehr geheim. Und Parsec, nur als 15, fragt gerade, wie jetzt in Kanada investieren, etwa ins Fracking. Ich gehe davon aus, dass Kanada auch noch andere Wirtschaftszweige hat, in die wir investieren können. Ja, wir können nicht direkt sagen, in welchen Wirtschaftsbereich wir investieren. Leider. Man sagt einfach nur, wir investieren eine gewisse Summe und dann steigt bei denen deren Bruttoinlandsprodukt um einen gewissen Wert und das gibt uns dann Investitionspunkte, mit denen wir dann andere Sachen machen können in Kanada. Also das ist Holz oder Ahornsirup. Ahornsirup, damit hältst du mich. Ja, das finde ich gut. Der Ahornsirup gefällt mir deutlich besser. Ja. So, ich lasse mal die Zeit ein bisschen weiterlaufen. Gut. Gerne. Apropos Zeit weiterlaufen. Ich brauche einen neuen Kaffee. Du brauchst einen neuen Kaffee. Okay. Investiert haben wir erfolgreich ins Vereinigte Königreich. Ja gut, dann lass uns mal ein Päuschen einlegen. Ja, aber ich muss morgen nicht früh aufstehen, deswegen bin ich heute so viel tiefenentspannter. Ja. Wir haben seit Anfang des Streams 2 Monate in-game geschafft.
Wir haben am 1. April angefangen. Heute ist der, jetzt ist der 10. Juni. Das ist gar nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir heute, ich glaube, wir schaffen mehr als ein Jahr. Bestimmt. Also ich bin schon froh, wenn wir es bis Weihnachten geschafft haben. Ja, also mal ehrlich, Parsec, mal ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass das besser funktioniert als mit der Beschaffung der Masken? Beschaffung von dem Impfstoff? Ich mag darüber keine Prognosen abgeben. Ich sag nur so, also ich bin vorsichtig optimistisch, weil ich aktiver Teil im Katastrophenschutz war, als wir die Schweinegrippe am Start hatten und ich mit dabei war, also nicht auf Bundesebene, aber auf einer kommunalen Ebene, als wir darüber gesprochen haben, was passiert, wenn wir anfangen müssen, gegen Schweinegrippe eine Impfkampagne aufzustellen, und war so ein bisschen mit in der Planung, wie wir das umsetzen für eine große Stadt, wenn wir so etwas machen müssen. Und da gibt es halt tatsächlich Stäbe und Institutionen, die sich mit sowas beschäftigen und auch auskennen. Solche, naja, Katastrophenlagen, ja, muss man schon sagen, Ausnahmezustandslagen. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel, also ob genug Impfstoff da ist, ist tatsächlich eine Sache, die die Politik aushandeln muss. Verteilwege, ich glaube, wir sind in Deutschland viel besser aufgestellt, als man meint, weil wir sehr, sehr viele aktive Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz haben, die sowas relativ zügig umsetzen können. Da vertraue ich tatsächlich ein bisschen auf die funktionierende Infrastruktur unserer Hilfsorganisation. Deswegen bin ich vorsichtig optimistisch. Ich weiß nicht, ob es besser funktioniert als mit den Masken. Ich glaube schon. Ja. Okay. Was haben wir noch im Chat? Mein Ton war noch aus. Ha! Ich wollte nicht stören, während du Physik machst, und war mein Ton noch aus. Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, dass wir bei der Masken ja einfach eine andere Situation hatten, auch weil andere Institutionen angesprochen waren, die dafür zuständig sind. Also jetzt ging es irgendwie darum, dass wir über die, jetzt gerade aktuell, über die Apotheken zu verteilen. Ich weiß nicht, wie weit die Apotheken vorher das schon wussten, dass sie das tun sollen. Keine Ahnung. Aber André hat ja schon gerade gesagt, es gibt sehr viele Institutionen, die auch gute und erprobte Regularien und Prozesse haben, die auch gut abgestimmt sind. Und schlussendlich glaube ich aber, wie wir es jetzt an vielen anderen Stellen während dieser Pandemie schon gesehen haben, kommt es ein Stück weit auch auf die Leute vor Ort an. Also sprich in den Kommunen, wie gut sind die Systeme ausgestattet, wie gut ist die Verwaltung, wie gut sind die Stadtoberhäupter. Es gibt einfach einen qualitativen Unterschied. Mhm. Und möglicherweise auch einen Unterschied in der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, jeder, der sich ein bisschen im medizinischen Bereich auskennt, und besonders Leute, die Logistik machen, da wird es relativ zügig gehen, dass sich herumspricht, Mist, es ist ein mRNA-Impfstoff, wir brauchen mindestens -70 Kühlleistung. Und da geht es relativ schnell, glaube ich, diese Sachen zu besorgen. Ich glaube, daran, wo es hapern wird, ist, die ganze Infrastruktur wird da sein und es wird auch wahrscheinlich genug Personal geben, um die Leute zu impfen. Das, was das Nadelöhr sein wird, wird die Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen sein. Das, denke ich, das wird uns über die nächsten Monate begleiten, dass die Impfdosen knapp sind und wir eine gute Infrastruktur hier in Deutschland aufgebaut haben durch diverseste Kräfte, die das vor Ort umsetzen müssen. Weil das geht halt runter in erprobte, weil im Prinzip ist es, wenn man das vom Planerischen sieht, ist es sowas wie ein Hochwasser. Wir können relativ zügig überall im Land Katastrophenschutzeinheiten mobilisieren und auch die
naja, Bundeswehr ist jetzt nochmal eine andere Nummer, aber Rettungsdienste, Katastrophenschutz und so weiter und so fort, dort gibt es bereits bestehende Infrastrukturen. Wir fangen nicht von null an. Und so etwas aufzubauen, auch wie die Impfzentren, die in Berlin stehen ja Impfzentren und wurden, das war auch gerade in den Nachrichten, das ist alles da, das ging relativ zügig, unbeachtet, das ist fertig. Personal ist da, es fehlen auch nicht Nadeln, Spritzen und so weiter und so fort. Das, woran es hängen wird, werden die Impfdosen sein. Ich glaube, dass auch Kühlung und Kühlkettenerhalt und sowas alles gut funktionieren wird. Ich glaube, das ist das Nadelöhr, ja, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Zumal ja auch, zumindest bei dem einen Impfstoff von vornherein, auch weit vor der Zulassung bekannt war, dass er diese tiefen Temperaturen zur Lagerung braucht. Ja. So dass das quasi im Aufbau dieser Zentren überall schon mitgedacht wurde. Wir werden sehen tatsächlich, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich hoffe, aber das ist tatsächlich jetzt das Prinzip Hoffnung, dass wir jetzt lange genug Vorlauf hatten. Also es fällt jetzt alles gerade irgendwie nicht so wahnsinnig vom Himmel, dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind. Das war auch so ein Stück weit abzusehen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Und vorausdenkende Planung gehört zur Politik dazu, gehört auch überall sonst dazu. Man kann aber dummerweise nicht alles planen. Ja. Und manchmal passieren einfach Dinge. Ja. Das mit den, was ich auch nochmal sagen will, wir hatten bei den Masken auch nicht bei null angefangen. Doch schon. Wir haben bei den Masken von der Warte aus bei null angefangen, dass es noch nie den Fall gab, dass so viel Material beschafft werden musste auf einmal, weil plötzlich alle Masken brauchen. Aber so etwas wie alle zu impfen, solche Szenarien wurden bereits durchgespielt und wir waren 2009 mit der Schweinegrippe, war das ein mögliches Szenario, für die es bereits Pläne gibt und wo man das umsetzen kann an die Hilfsorganisation. Und wir sind bei den Masken nicht bei null angefangen, das ist total richtig. Das Problem war, es gab nicht genug Masken. Und das ist wieder der Punkt, den ich mache mit dem Impfstoff. Impfstoff wird der begrenzende Faktor sein. Die ganzen Infrastrukturen, um diese Dinge zu verteilen, sind da. Aber Impfstoff wird wieder das begrenzende Ding sein. Also die Planung, wie man solche Sachen umsetzt, ist gar nicht so, also da würde ich gar nicht so schwarz malen, aber wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich will jetzt auch nicht groß in die Glaskugel gucken. Ich ziehe seit gut 11 Jahren, lege ich keine Arbeitsschutzbekleidung aus dem Katastrophenschutz mehr an, regelmäßig. Deswegen weiß ich nicht, wie sich da die Entwicklungen gestaltet haben. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, was die Möglichkeiten angehen. Und vielleicht nur noch so eine finale Ergänzung. 83 Millionen Menschen in diesem Land müssen erstmal geimpft werden. Wenn davon, sagen wir mal, irgendwie 30% sagen, wir lassen uns definitiv nicht impfen, 30% schwanken noch und 40% sagen, machen wir, dann sind wir immer noch nicht so weit, dass wir insgesamt vorwärts kommen. Also ich glaube 60% oder so müsste der Wert sein, wo die Leute entweder schon von alleine Antikörper gebildet haben oder geimpft sind, damit wir hier wieder ein halbwegs, ja, mal wieder eine Party feiern können, wie das gerade bei uns im Wellington passiert. Genau, ja. Genau, dann mache ich mal wieder die Zeit an, bis die nächsten Sachen ablaufen. Geria Schieb ergänzt auch gerade, die an den Katastrophenschutz angedockten Einheiten sind vorbereitet und warten auf den Einsatz. So ist das hier zumindest. Ja, also der, du bestätigst unsere Vermutung. Ja, also so kenne ich das eigentlich auch. Also es wird jetzt darauf gewartet, überall stehen die Leute in den Startlöchern. Es geht jetzt nur darum, das Material zu haben und wie die Pläne umgesetzt werden. Und da denke ich, das wird gut gehen und das Nadelöhr ist die Anzahl der Impfdosen. Aber ich wiederhole mich. So, grundlegender Umweltschutz wurde umgesetzt in Wellington. Dann können wir mal gucken. Okay, quasi das ist umgesetzt. Ja, die Umweltschützen. Achso, nee, grundlegender Umweltschutz, Entschuldigung, das war eins unserer Projekte.
grundlegender Umweltschutz ist, umgesetzt. So. Wir haben jetzt wieder eins frei. Du hast ja auch welche aufgeschrieben. Tourismus war so eine Sache, die ich hatte. Und mhm. Infrastruktur aus den Ad-Hoc-Geschichten. Ich würde gerne bei der Sozialpolitik auch nochmal gucken, weil da haben wir nämlich noch gar nichts. Soziale Unterstützung ist halt super günstig. Dauert kurz. Wir kriegen zwar einen Interventionismus-Zielwert von plus 1. Also, dass wir eingreifen. Dauert aber auch nicht lange und kostet uns super wenig und steigert IME und schaltet halt super viele Sachen frei, die wir dann mal machen können. Also da... Ja, finde ich gut. Ja? Ja, okay, ja. Okay, dann machen wir soziale Unterstützung, bestätigen. Wir müssen ein paar Sachen im Prinzip auch erstmal freischalten, damit wir wirkliche Optionen auch wirklich haben, könnte man sagen. Übrigens hat Geria Schieb gerade noch geschrieben, dass seine Frau in der Rettungshundestaffel ist und dass auch da die Leute jetzt mit eingespannt werden. Mhm. Und ich merke gerade mal wieder, dass es wirklich Zeit wird für den Abend mit André und Romy, weil damit wir solche Sachen auch mit euch wirklich länger und ausgiebiger diskutieren können. Weil jetzt will ich mehr wissen über die Rettungshundestaffel. Oh, unsere Einheit hatte auch eine Rettungshundestaffel, in der ich Dienst getan habe und von der ich auch mal, also auf jeden Fall unser Regionalverband hatte eine Rettungshundestaffel und ich war von einer von der größeren Einheiten Zugführer. Davon erzähle ich gerne und das werden wir auch im Januar durchführen, unseren Abend mit Romy und André. Die Hunde sind immer sehr, sehr süß. Da kannst du dich drauf verlassen, Horsti. So, jetzt Aktion Umweltschützen wurde erfolgreich in der Provinz Wellington umgesetzt. Bestätigen. Können wir da jetzt... So, Umweltschützen ist die laufende Aktion. Genau. Das ist das, was da jetzt gerade läuft. Das heißt, da haben wir dann... Also, die ist quasi persistent. Also, da läuft diese Aktion. Und Regionalregierung unterstützen wird umgesetzt. Und dann kriegen wir hier oben... mehr Aktionspunkte. Okay, interessant. Also wenn man sich dann einmal für eine Sache entschieden hat, dann muss man, dann ist es wenig Maintenance, könnte man sagen. Man muss sich dann wenig drum kümmern. Man hat dann, man sammelt dann die Boni davon ständig ein, so wie es aussieht. Das ist ja schön. Okay, dann machen wir die Zeit, lassen wir die Zeit weiterlaufen, ne? Bis das nächste kommt. Mhm. So, diplomatische Aktion Investition erfolgreich in Kanada umgesetzt. Super, das heißt, wir könnten... das ist nicht Kanada. So, Kanada ist jetzt grün. Können wir schon Blockaktion machen? Nee, noch 125 Tage müssen wir warten. Dann würde ich sagen, wir könnten mal... Ah nee, wir müssen positive Aktionen und Wohlwollen erlangen. Das können wir in 15 Tagen. Also irgendwann Mitte Juli. Wir brauchen Wohlwollen. Wohlwollen mit Kanada. Wohlwollen mit Kanada. Muss ich ja mal aufschreiben. Ah, Regionalregierung unterstützen wurde erfolgreich in Region Neuseeland umgesetzt. Wie schön. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Region setze, dann ist hier... Genau. Regionalregierung unterstützen und dann kann ich Aktion ändern. Das gibt uns einen Boost für Aktionspunkte. Okay, es ist so, wie ich vermutet habe. Das ist schon mal schön. Ich finde es übrigens, André, wir haben uns augenscheinlich einen linksgrün versifften Ruf erarbeitet. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, ein Klimawandel gibt und wir haben keine Lust, mit anderen Leuten Krieg zu führen. Das reicht anscheinend schon. Ja, ist anscheinend. Das schon linksgrün versifft? Oh Mann. Oh. Schlimm, ne? So, Wohlwollen erlangen können wir jetzt machen. Daran wird gearbeitet. Das dauert auch ein paar Tage. Und dann ist der nächste das Handelsabkommen, ne? Genau, Handelsabkommen und dann holen wir sie quasi in unseren Block rein. Ja, wir wollen nie Nordkorea spielen. Ja, es ist... sage niemals nie, wir wollen das hier erst auch mal kennenlernen und ja, also
Mich würde es wirklich interessieren. Das Spiel gibt uns halt auch die Möglichkeit, solche unterschiedlichen Varianten nochmal auszuspielen. Ja. Im Gegensatz beispielsweise zu Democracy. Und hier wäre es wirklich ein spannendes Experiment zu sagen, okay, wir haben jetzt mit Neuseeland gespielt, was zu eine der vollständigsten Demokratien dieser Erde ist. Und dann spielen wir im Vergleich mit einer Autokratie und gucken einfach, welche Optionen und Möglichkeiten wir da haben oder nicht. Ja. Zumal ich jetzt auch nicht weiß, inwieweit denn dieses Spiel darauf eingeht. Aber das werden wir dann sehen. Vielleicht können wir ja Nordkorea demokratisieren oder so. Weiß nicht. Also nicht, dass ich mich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen wollen würde, natürlich. Ja, wir können Arbeitnehmerverordnungen. Was ich nicht machen würde. Okay. Weil ich habe jetzt gerade gesehen, wir sind bei BIP-Wachstum sind wir genau bei 0. Und wir könnten Migration machen. Ich glaube, wir müssen in Wirtschaft oder irgendwie ins Finanzsystem reingehen, um unseren BIP wieder zu pushen. Fürchte ich. Ja, dann lass uns das machen. Oder wir könnten in die Block-Integration mal reingucken. Oh, hier können wir noch gar nichts erforschen, weil wir wahrscheinlich nicht genug AP haben. Ja, dafür brauchen wir 2100. Wir hätten auch immer noch den Bereich, meine drei anderen Vorschläge, nämlich normative Ethik, nationale Währung und Tourismusregulierung. Tourismusregulierung gibt uns Abzug auf BIP, leider. Finanzsystem, nationale Währung, gibt uns nur Steuereinnahmen erhöht. Und was war das dritte? Entschuldigung. Wir haben gerade kein Geldproblem. Normative Ethik. Gibt uns auch leider keinen BIP-Boost. Dann, was mich mal interessieren würde, ob wir im Umweltbereich irgendwas machen könnten, was tatsächlich unser Bruttoinlandsprodukt fördert. Oh, die Rohstoffeinnahmen finde ich gut. Oh, wir könnten Rohstoffeinnahmen... Okay, das sorgt jetzt nicht dafür, dass wir irgendwas am Bruttoinlandsprodukt machen, aber wir kriegen mehr Rohstoffeinnahmen von Metallen, Brennstoffen und seltenen Erden. Das ist dringend nötig, wenn ich hier oben mal so drauf gucke. Patrick 015 stellt doch gerade die Frage, warum wir eigentlich einen BIP-Boost brauchen. Ich finde, das ist eine gute Frage. Man könnte ja auch die ganze Zeit auf so einem kontinuierlichen Thema sein. Also die Frage, wie viel Wachstum ist denn notwendig oder auch nicht notwendig? Eigentlich haben wir gerade das Glück, dass wir versuchen, dass wir eine relativ ausgeglichene Wirtschaft haben. Also wir haben jetzt gerade irgendwie keine große Krise oder sonst irgendwas. Wir haben aber die Herausforderung, Horsti sagt es gerade, ist ja meint was anderes. Wir haben gerade die Herausforderung, dass ein paar von den Sachen, die wir wahrscheinlich einführen, unser Bruttoinlandsprodukt so ein Stück weit absenken werden. Also egal, ob es um Arbeitnehmerrechte geht oder ob es um Umweltpolitik geht, alles führt dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt so ein bisschen sinkt. Und wir versuchen das einfach aufzufangen, damit wir weiterhin und diese Sachen machen können, weil wir wollen ja, das ist ja unser Ziel, entweder den Diplomatensieg oder den Technologiesieg erreichen. Und dafür brauchen wir einfach das notwendige Geld. Und dafür müssen wir gucken, dass wir das Bruttoinlandsprodukt stabil halten. Ja, auf jeden Fall würde ich das hier mal bei der Umwelt, das mal Bergbauindustrie, also das ist, das würde ich mir mal aufschreiben. Bergbauindustrie ist super verlockend. Als nächstes, was haben wir hier? Hier auch ein Minus auf. Ja? Es gibt eine neue Frage. Pasek stellt die Frage nämlich anders. Und jetzt geht es in die Richtung: Ist das Bruttoinlandsprodukt der grundlegende Wert, um zu gewinnen? Nein, ist er nicht. Also, wir haben unterschiedliche Gewinnvarianten. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne den Diplomatensieg davontragen wollen würden. Dafür brauchen wir dann natürlich die Diplomatie und gleichzeitig auch das internationale Standing. Also brauchen wir die Handelsabkommen und Kooperationsvereinbarungen. Und dafür brauchen wir
damit wir auch interessant sind für andere Staaten, dementsprechend starkes Bruttoinlandsprodukt. Wirtschaftssieg ist auch noch eine Option. André hat es gerade geöffnet. Den haben wir aber nicht angepeilt. Weil dafür sind wir sehr, sehr klein. Wir müssen dann erstmal wahnsinnig expandieren, damit wir mit dem BIP so weit hochkommen und so eine niedrige Arbeitslosigkeit haben. Wenn wir als USA anfangen würden oder als Kanada mit diesen, mit den vielen Provinzen. Ich glaube, Diplomatensieg, Siegbedingungen für Diplomatensieg oder Information ist Macht, also über Forschung, ist tatsächlich etwas, was wir als Neuseeland auch erreichen können. Ja. So. Und Neuseeland hat halt so wenig Industrie, dass es einfach auch Quatsch wäre, in dem Bereich da jetzt groß so rein zu investieren, dass wir da Wirtschaftssieger werden. Das kriegen wir anders hin. Genau. Hier. Das wäre doch was. Ach nee, können wir nicht machen. Da fehlen uns Technologien für. Für Luftfahrtinfrastruktur. Uns fehlt die moderne, der moderne Schienenverkehr und Eisenbahninfrastruktur. Ja, Eisenbahnen sind doch super. Das ist doch eine von diesen... Ich glaube, bei Dreisat kommen immer wieder die Eisenbahn-Dokus. Und eine davon geht auch durch Neuseeland. Hm. Die wiederholen sich immer. Ich liebe sie. Ja, also einige Sachen bedingen sich. Ah, wir könnten hier auch Kernspaltung machen. Das ist aber sehr, sehr teuer. Ich finde diese Eisenbahninfrastruktur eigentlich ganz gut. Eisenbahninfrastruktur ist Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,1. Aber ich würde es mal auch mit auf die Möglichkeiten, da sind wir bei Infrastrukt und da Eisenbahn. Ich suche jetzt gerade irgendetwas, was das BIP anhebt. Ist vielleicht nicht das, oder sollen wir doch das mit den Bergbaugeschichten machen, um hier an den roten Zahlen was zu drehen? Ja. Ja? Weil dann haben wir, ja, weil wir dann auch wieder Exportgüter haben und so. Das stimmt. Und wir tun auch was für, gegen unsere Arbeitslosigkeit. Gegen das Arbeitslosigkeitswachstum. Ja, und Patrick hat es gerade eben nochmal schön zusammengefasst mit einem Fazit, was ich wirklich nicht besser hätte formulieren können. Es geht bei uns um die qualitative wirtschaftliche Entwicklung und nicht auf die quantitative. Und das ist eigentlich eine schöne, einfache, runtergebrochene Herangehensweise daran. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Ja, und du siehst das richtig, man muss über die Kernenergie gehen. Das ist auch ein bisschen historisch, wie sie die Tech Tree hier gebaut haben, weil Kernspaltung wurde relativ früh erfunden und bildet die Grundlagen. Wenn man die Technologie dafür hat, dann kommt man auch zu den Erneuerbaren. Das heißt nicht, dass man Kernenergie erst einführt, sondern dass man die Technologie besitzt, um Kernenergie machen zu können, um dann zu Erneuerbaren zu kommen. Das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber so ist nun mal die Tech-Tree gestaltet. Ja. Aber ja, dann würde ich das hier mit den Metallen machen. Das geht auch relativ zügig. Ne? 71, genau. 71 Tage. Und wir sind jetzt schon Anfang August. Juiuiui.